Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Aktuell läuft bundesweit die Woche der Wiederbelebung und außerdem vergibt das Hamburger Abendblatt in Kooperation mit Asklepios am nächsten Mittwoch, am 28. September, den Hamburger Lebensretterpreis. Gründe genug also, um einmal mehr mit einem Notarzt zu sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Jan Wietz. Er ist seit 1. August, also relativ frisch, Chefarzt der zentralen Notaufnahme an der Asklepios-Klinik St. Georg. Herzlich willkommen. Ja, moin moin. Moin moin, wie man in Hamburg sagt. Wie viele Notfälle seht ihr in St. Georg jeden Tag? Das hängt so ein bisschen vom Wochentag ab, aber insgesamt kann man sagen, dass es schon so um die 100 Notfälle sind, die wir in der Notaufnahme täglich betreuen. Und wie ist die Bandbreite? Das stellt man sich ja auch mal so wahnsinnig aufregend vor, dass da von bis eigentlich auch alles eingeliefert wird. Genau, also wir versorgen internistische Notfälle, chirurgische Notfälle, HNO-Probleme, dermatologische Probleme, eigentlich die gesamte Bandbreite, was die Medizin hergibt. Und da ist es von dem Patientenklientel durchaus so, dass es vom eingewachsenen Fußnagel oder Erkältungsgefühl bis hin zum schwersten Verkehrsunfall, Wiederbelebung, passend jetzt auch zum Thema, eigentlich die gesamte Bandbreite. Alles, was die Medizin hergibt, das versorgen wir da auch. Und was ist am häufigsten, kann man das sagen? Oder jetzt aktuell, vielleicht ist das auch Jahreszeiten abhängig, weiß ich nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab. Sehr häufig sehen wir natürlich Atemwegserkrankungen. Mhm. Das ist so das, was wir internistisch sehr häufig sehen, aber auch sowas, sag ich mal, ganz Banales, wenn man von Leitsymptomen spricht, was wir in der Notfallmedizin sehr viel machen, das sind das gesamte Brett der Bauchschmerzen, sage ich mal. Mhm. Chirurgischerseits natürlich viele Frakturen, jetzt im Sommer, viele Sportunfälle sicherlich auch. Zum Winter kommen wieder die ganzen Stürze mit den Unterarmfrakturen und so. Das ist sicherlich das, was man häufig sieht. Genau. Das sind natürlich so Unfälle, die es immer geben wird. Im Winter hat sich denn die Art der Unfälle etwas verändert, habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt diese E-Scooter, über die wir auch immer wieder berichten, sehen, wie die so durch die Stadt flitzen? Ja, sicherlich. Da ist es sicherlich auch so, dass es immer so ein bisschen Jahreszeiten abhängig ist, was man da sieht. Aber diese Unfälle sieht man schon häufiger, wobei... Ja, man sieht sie. Genau, ja. man sieht sie, ja. Aber ist man jetzt, würde man als Notarzt sagen, oh, da sehe ich ein erhöhtes Risiko, ich würde damit nicht fahren oder kann man so weit nicht nö, gehen? Nö, gar nicht. Also es ist jetzt nicht extrem, dass es irgendwie massiv Überhand nimmt. Also so das, was sage ich mal, häufig irgendwie so in den Medien auch dargestellt wird, dass jetzt die E-Scooter-Unfälle oder aufgrund dessen irgendwie die Notaufnahmen überlaufen, das ist sicherlich nicht der Fall. Okay, ist also nicht mehr als andere Sportunfälle oder was auch immer passiert. Ja. Es wurde eben schon, klang es schon ein bisschen an. Wie oft kommt es vor, dass Patienten kommen und man als Notarzt denkt, der wäre beim Hausarzt jetzt besser aufgehoben gewesen oder der eingewachsene Zehennagel ist ja nicht direkt ein Notfall. Wie oft kommt das vor? Spannendes Thema. Das ist tatsächlich, gefühlt kommt das andauernd vor, muss man realistischerweise sagen. Ja. Wenn man das genau betrachtet, sind es wahrscheinlich am Tag vielleicht 25% der Patienten, wo man am Ende sagen würde, das hätte auch eine ambulante Versorgung getan oder gegebenenfalls vielleicht sogar gar kein Arzt. Also ich sag mal, mit einer banalen Erkältung muss man eigentlich nicht unbedingt zum Arzt gehen. Da sind Vorstellungsgründe auch eher die Krankschreibung, die wir natürlich in der Notaufnahme eher weniger oder nicht ausstellen. Das können wir einfach nicht. Ja. Aber tatsächlich sind da schon einige Patienten am Tag, wo man einfach sagt, naja, also. Und die hätten es auch als Laien selbst erkennen können, dass sie in der Notaufnahme falsch sind. Bei manchen, wenn man jetzt sagt, oh, Atemwegserkrankung, Luftnot, vielleicht hat der ein oder andere dann doch da Panik. Also sagen wir mal, das Gefühl einer ganz normalen Erkältung, glaube ich, das sollte jeder kennen, denke ich schon. Oder wenn das jetzt irgendwie, sage ich mal, so diese banalen Sachen sind, was sicherlich auch bei den Chirurgen immer wieder irgendwie zu Augenzucken führt, ist sowas wie, ich habe eine Zecke und könnte mal die Zecke rausholen. Also das sind auch Dinge, wenn man eine kleine spitze Pinzette zu Hause hat, kann man auch eine Zecke rausholen. Also das sind so Dinge, das kann man durchaus selber erkennen, wo man sich dann vielleicht fragen sollte, muss ich damit unbedingt ins Krankenhaus? Spiegelt ihr das auch dem Patienten? Also wie reagiert ihr dann? Oder? Ja, es wird schon teilweise gespiegelt, dass man dann sagt, so komm, hätten sie pass aber auf. Auch. Also
Also wer vielleicht irgendwie ambulant oder bleibt auch einfach im Bett liegen. Ne? Ja. Ist zwar eine doofe Situation, geht vielleicht auch noch 5 Tage so weiter mit deiner Erkältung und mit deinem Durchfall. Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ich sag mal so, viele Patienten wissen ja initial, wenn sie sich bei uns vorstellen, gar nicht so recht, was sie haben. Ja, genau, und das wäre die, ja. Mhm. Genau, und da muss man natürlich immer mal so ein bisschen vorsichtig mit umgehen, ja. Weil denen geht es halt teilweise schon schlecht. Mhm. Ja, und deswegen ist natürlich die Frage, wissen sie es vorher, ob sie sich bei uns vorstellen? Ja, vielleicht nicht die allermeisten. Einige können sich vielleicht denken, aber man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie man dann irgendwie mit der Situation umgeht, weil es gibt sicherlich einen Grund, dass man sich bei uns vorstellt und da sollte man ein bisschen sensibler vielleicht mit umgehen. Ja, aber warum stellen die sich dann vor, weil sie sagen, in der Notaufnahme komme ich dann direkt dran, also schneller als beim Hausarzt? Oder was ist dann die Motivation, in die Notaufnahme zu gehen? Ja, tatsächlich, also sowas gibt es auch, dass durchaus Patienten zu uns in die Notaufnahme kommen, die ganz simpel als Vorstellungsgrund sagen, im ambulanten Bereich muss ich 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate auf meinen Termin warten. Mhm. Klassiker ist sowas wie zum Beispiel die Magenspiegelung. Ja, also okay, ich habe seit Monaten Bauchschmerzen und da muss man jetzt unbedingt mal reingucken. Wobei die Magenspiegelung meistens irgendwie ja kein therapeutisches, sondern ein diagnostisches Mittel ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist dann das Argument häufig, ich muss 3, 4, 5 Monate auf meinen Termin warten und so lange halte ich das nicht aus. Natürlich, klar, sowas sind dann auch Gründe. Das ein systemisches Problem sozusagen, also irgendwo, ja, genau. Ne, ja. Dass dann die Wartezeit einfach Realität genau. ist. Ne? Ja. Dann wollen wir vielleicht jetzt mal gucken in diesem Blog auf die Laien-Reanimation passend ja. zur Woche der Wiederbelebung. Ja. Wie sollte man sich als Laie verhalten, wenn man einen Unfall, einen Notfall beobachtet sieht? Oder man merkt, es geht dem Kollegen nicht gut oder man muss irgendwas tun? Also das Erste, was man machen sollte, ist einfach mal zu diesem betroffenen Menschen hingehen und einfach mal fragen, was ist denn los? Mhm. Man kann schon mal relativ entspannt sein, wenn der Mensch dann antwortet. Okay, ja, also das ist natürlich eine Situation, jemand, der einen Kreislaufstillstand hat, redet meistens nicht mehr. Mhm. Und wenn er dann redet, kann er relativ klar vielleicht auch sagen, was er hat, ob er Brustschmerzen hat, ob ihn schwindelig ist, ob er vielleicht irgendwie eine Körperhälfte nicht bewegen kann. Ja. Und dann sollte man natürlich als Nächstes den Rettungsdienst rufen. Das weil auf jeden Fall dann schon kommen die hier. Profis. Wenn das jetzt jemand ist, der einfach nicht reagiert und ja. nicht antwortet, der auf dem Boden liegt und ja. Wie wir sagen, nicht ansprechbar ist, dann sollte man auch den Rettungsdienst rufen. Ja, das ist sicherlich das Nächste, also generell erstmal Hilfe holen, Rettungsdienst mhm. rufen und dann könnte man schon anfangen oder sollte man auch schon anfangen mit der Reanimation. Da haben ja alle schon Angst. Also ich da eingeschlossen. Haben, genau. Da haben schon immer alle Angst. Jetzt muss man aber auch sagen, da kann man ja im Prinzip nicht viel verkehrt machen, weil der mhm. Mensch, der dann im Zweifelsfall ohne Kreislauf, also tot vor einem liegt, der ist ja, ja schon tot. Also der ist, da kann man ja... Man kann es eigentlich nur verbessern. Genau, auch richtig. Wenn man das Gefühl hat, man hat Angst, was falsch zu machen, weil vielleicht der erste genau. Hilfekurs ist schon so lange her. Ist genau, das ist ja bei den allermeisten so, ja. Dass die erste Hilfekurse schon sehr lange her sind und grundsätzlich macht man nichts falsch, wenn man erstmal anfängt, ganz normal eine Herzdruckmassage in der Mitte vom Brustkorb zu machen, ja. also den Oberkörper frei, in der Mitte vom Brustkorb anfangen zu reanimieren, im Prinzip zwischen den Brustwarzen. Ja. Und das mit einer Frequenz von 100, das ist ja so Stayin' Alive, sage ich mal. Genau, das ist so die Eselsbrücke, die ich mir auch gemerkt habe. Genau. Der BG-Song könnte sondern den Rhythmus vorgeben. Genau. Wenn es hilft, kann man es vielleicht auch dabei singen, wobei sowas vielleicht auch falsch verstanden werden könnte. Ja. Aber das ist sozusagen die Frequenz, die man reanimieren sollte. Ja. Und dann einfach mit kräftigem Druck zentral auf den Brustkorb drücken, bis im Prinzip die Hilfe kommt. Ja. Grundsätzlich dabei kann man nicht viel falsch machen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, also der Mensch, der ist ja im Prinzip schon im schlechtesten Zustand. Ja. Und meistens ist es auch so, und das erleben wir halt auch immer wieder, das habe ich auch als Notarzt erlebt, wenn erstmal irgendjemand sich das Herz greift und anfängt, hat man sehr schnell Hilfe. Weil dann sind auch die Leute bereit, umstehende weitere so. Passanten zu helfen. Also dann... Wenn einer anfängt, das wird dann genau, auch... Genau, richtig. Man muss sozusagen nur einmal das Eis brechen. Ja. Mhm, genau. Ja. Und wie geht es dann eigentlich weiter, das Prozedere, wenn die Profis dann kommen, wenn der Rettungswagen kommt, was passiert dann? Dann wird im Prinzip relativ zügig diese Reanimation, also die Wiederbelebung, wird sehr zügig dann von den Rettungsassistenten und von den Notfallsanitätern, vom Notarzt übernommen. Mhm.
Und häufig ist es so, dass dann nochmal gefragt wird, was war los. Also das macht dann ein Notfallsanitäter oder der Notarzt, der mal fragt, was war denn los? Hat der Patient vorher über Brustschmerzen geklagt oder haben Sie gesehen, was da genau passiert ist? Naja, und dann wird im Prinzip der Notfall, in dem Fall dann die Reanimation von dem Team übernommen. Da gibt es dann Absprachen. Es gibt dann einen, der übernimmt die Reanimation, also die Herzdruckmassage. Mhm. Der Notarzt sichert meistens den Atemweg, dann wird ein Zugang gelegt, dann werden Medikamente gegeben, Infusionen angehängt und so weiter. Bis er dann sozusagen bei euch in der Notaufnahme ankommt. Genau. Ne? Zuvor wird er dann noch transportfähig gemacht, in den Rettungswagen gebracht und dann geht es in die Notaufnahme und da findet dann die entsprechende Übergabe bei uns in der Klinik statt. In der Klinik oder wisst ihr vorher schon, da kommt jetzt jemand genau, in ein also paar es Minuten? Wird, das, ja. Genau, also der Patient wird über die Rettungsleitstelle angemeldet, dann auch entsprechend mit dem Stichwort laufende Reanimation, also laufende Wiederbelebung oder zum Beispiel, wenn der Patient schon erfolgreich vor der Klinik, also ambulant im Rettungswagen, dann wiederbelebt wurde und wieder einen eigenen Kreislauf hat, dann sprechen wir von ROSC. Dann ist das eine Abkürzung oder was? Nee, ja. Genau. Return of Spontaneous Circulation, also im Prinzip deswegen, die Wiederkehr des eigenen Kreislaufs, also des spontanen Kreislaufs. Und dann wird entsprechend angemeldet und wir bereiten dann in der Klinik die weiteren Schritte vor, zum Beispiel in die Herzkatheteruntersuchung oder wenn noch eine laufende Reanimation da ist, dass wir, es gibt immer die Möglichkeit, die Patienten zum Beispiel dann auch unmittelbar in die Herz-Lungen-Maschine zu nehmen, wenn da eine entsprechende Indikation sozusagen besteht, dass wir die Patienten dann daran nehmen. Oder die Patienten werden bei uns im Schockraum übernommen, die Reanimation wird dann professionell von bei uns in der Klinik weitergeführt und so weiter. Ja. Also aber für die Hörer ist schon mal gut, man kann nichts falsch machen, wenn man was sieht, einfach lieber aktiv werden, als daneben zu stehen, ne? In Schockstarre zu verfallen und staying alive. Genau. Trotzdem ist es sinnvoll, nochmal so einen Erste-Hilfe-Kursus zu machen. Es schadet wahrscheinlich nicht. Ne? Man machen. Genau. Also es schadet grundsätzlich nie, sich fort- und weiterzubilden. Mhm. Und gerade in dem Bereich werden von allen möglichen Rettungsdienstorganisationen Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Und sich da einfach mal wieder in so einen Kurs zu begeben und da entsprechende Dinge zu trainieren, ist sicherlich sinnvoll. Unternehmen machen es auch, ich weiß. Genau, Unternehmen, es gibt die Ersthelfer sozusagen in den Unternehmen, die dann entsprechend geschult werden. Und sinnvoll ist es allemal, gerade wenn man sich da unsicher ist oder wenn man das einfach lange nicht gemacht hat, ist es mehr als sinnvoll, sowas einfach mal zu machen, weil dann die entsprechenden Schritte wieder geschult werden. Wenn mal was passiert. Ja. Ne? Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen den Eindruck bekommen von der Notaufnahme. Man stellt sich das ja auch immer auch wahnsinnig anstrengend, stressig vor. Ist es ja auch mit einem hohen Adrenalinspiegel sicher verbunden. Was macht denn die Faszination aus, dann doch zu sagen, ich werde Notarzt? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Affinität zur Notfallmedizin. Ich habe tatsächlich in meiner ärztlichen Laufbahn nie auf einer normalen Station gearbeitet. Ja. Ein bisschen traurig, das zu sagen, aber ursprünglich bin ich ja Anästhesist, daher habe ich angefangen im OP, dann kam die Intensivstation, von der Intensivstation ging es dann in die Notaufnahme und da bin ich geblieben und ich glaube, Kollegen, Kolleginnen, aber auch Pflegekräfte, die sich für die Notfallmedizin entscheiden, die brauchen immer ein gewisses Maß an Anspannung. Das ist eine bestimmte Typfrage wahrscheinlich, eine Persönlichkeitsfrage. Man muss jemand sein, der schnell reagiert. Ja. Genau, und es ist ja auch spannend. Also man weiß nie irgendwie mit was man da irgendwie genau zu tun hat. Und ein Patient, der in dem einen Moment noch komplett stabil ist, kann sich in den nächsten Minuten oder Sekunden genau zum Gegenteil entwickeln. Und dann müssen auf einmal alle an diesem Patienten arbeiten. Mhm. Und das ist schon spannend, was man auch teilweise rausfindet. Und so ein bisschen Detektivarbeit. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit im Krankenhaus. Und ja, schon sehr spannend. Ja, kann man das jetzt ein bisschen salopp formuliert lebenslänglich machen? Oder ist das Stresslevel zu hoch, das bis zur Rente zu machen? Also ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente, insofern kann ich diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich kann mir vorstellen, das, was ich vor allem auch von älteren und erfahrenen Kollegen höre, dass man irgendwann tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen muss, weil das Stresslevel ist schon hoch. Es ist auch pünktlich Feierabend, muss man sagen, ist nicht immer so möglich. Es ist schwierig, weil wenn ein Notfall kommt, kann man schlecht sagen, ich stemme mich
nee, ich mal aus. Jetzt auch, ne? Tschüss, mach's gut und komm klar. Das geht natürlich nicht, sondern da muss man dann natürlich irgendwie da bleiben und das wird natürlich auch bereitwillig gemacht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das machen die Kollegen dann ja auch gerne. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass schon irgendwann so die Situation da ist, dass man dann mal einen Schritt zurücktritt und vielleicht auch mal etwas anderes machen will. Durchaus. Aber ich im Moment bin ich noch sehr motiviert und auch gut bei der Sache und insofern wollen wir mal sehen. Ein paar Jahre habe ich ja noch vor mir. Wie gesagt. Und wie gut kann man denn abschalten? Wie schnell fährt man dann runter nach Feierabend? Oder dauert das eine Weile, wenn man aus diesem... Ja, also es gibt schon einige Dinge, die nimmt man mit. Ja. Ich sag mal so, das Abschalten insgesamt klappt ganz gut. Mhm. Dass man wird mit der Zeit ja auch wie soll man sagen, abgebrühter klingt so ein bisschen blöd in diesem Zusammenhang. Yeah. Aber vielleicht beschreibt es das insgesamt ganz gut, dass man einfach mit der Zeit lernt, sich nicht alles zu Herzen zu nehmen. Yeah. Ich sag mal, als ich noch damals junger Assistenzarzt war und im Rettungsdienst gefahren bin, da gab es schon einige Dinge, die man mitgenommen hat, über die man sich jetzt vielleicht nicht mehr so aufregen würde, die einen nicht mehr so beschäftigen würden. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt auch jetzt noch Dinge, die einen beschäftigen. Persönliche Schicksale, Schicksale von Familien, wenn man... Ja, oder wenn man jemanden nicht retten kann, natürlich auch. Genau, ne? Richtig. Und in dem Rahmen halt auch, wenn man da mal ein Angehörigengespräch geführt hat, wo zum Beispiel die Situation, das muss ja nicht unbedingt der Tod sein, kann auch eine schwere Verletzung oder schwere Erkrankung sein, Schlaganfall mit bleibenden Schäden und so. Wenn man sowas dann den Angehörigen überbringt, ja, und da brechen dann im Prinzip ganze Strukturen zusammen, okay, das ist schon anstrengend und das nimmt man schon teilweise mit. Das muss man wirklich sagen. Ja, da ist dann der Weg nach Hause und sagen wir mal auch die Zeit zu Hause schon lang. Ja, ja. Wie entspannen Sie denn? Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, also im Moment bin ich relativ viel unterwegs, also nicht nur in der Klinik, sondern auch jetzt zum Beispiel außerhalb der Klinik. Ja. Aber grundsätzlich, sage ich mal, irgendwie so die klassischen Sachen Sport, was macht man da? Fitness, Joggen, Laufen. Genau. Laufen um die Alster. Ich habe auch noch ein Auto, an dem ich ein bisschen rumschraube, also, wobei dieses Projekt im Moment auch so ein bisschen eingeschlafen ist. Und, was ist das, ein Oldtimer? Oder was? Ja, das ist so ein alter Krankenwagen von der britischen Armee, also Land Rover Defender und den wollte ich mir eigentlich mal zum Wohnmobil ausbauen. Wie gesagt, das Projekt schläft ein bisschen im Moment. Und ansonsten gehe ich auch tauchen. Das mache ich auch ganz gerne mal. Und, Abtauchen sozusagen, genau, wortwörtlich. Ja. Wenn die Zeit dazu da ist, sowas. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das wunderbare Gespräch und für die Aufklärung zur Woche der Wiederbelebung. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.